Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, wir haben es hier früh am Morgen und ich war schon gar nicht mal so unproduktiv, denn ich habe mir nämlich noch ein bisschen Metall organisiert. Wir wissen ja aus der letzten Folge, da das natürlich hierfür nicht mehr gereicht, beziehungsweise fürs Aufwerten der Werkbank hat es nicht mehr gereicht. Da fehlte mir ja wieder ein bisschen Eisen, deswegen bin ich hier gerade mal morgens losgefahren und habe mir noch ein bisschen Eisen organisiert. Ne, so ein bisschen Scrap Iron habe ich mir noch organisiert. Damit wir das mal aufwerten können. Da war ich recht erfolgreich, muss ich sagen. Insofern, und das gleich beim ersten Haus. Insofern können wir das auch mal GAU hier mal eben aufwerten. Zack. Ja, aber das wollte ich nicht während der Aufnahme machen. Das ist ja nun auch Blödsinn. Deswegen habe ich das eben jetzt mal außerhalb der Aufnahme gemacht. Damit wir uns da gleich dem richtig wichtigen Sachen hier widmen können. Level 3 haben wir gemacht. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können nämlich jetzt auch bauen. Genau. Ach so, alles klar. Wir brauchen doch keine Parts dafür. Parts brauchen wir. Wofür brauchen wir denn die Parts? Broken Revolver. Assault Rifle. Also dieses Shotgun. Die haben wir da. Dann brauchen wir jetzt noch die Components. 16 Components. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Ich dachte, wir brauchen irgendwie nochmal so eine Kiste oder sowas hier. Wahrscheinlich. Okay, gut. Umso besser. Wenn wir die nicht brauchen, dann brauchen wir sie vielleicht später für was anderes. Gucken wir mal. So, das haben wir. Wunderbar. Dann haben wir noch die Pencils. Ich weiß gar nicht, wo ich die gebunkert hatte. Die hier, on the claw. Dann packen wir die da mal mit rein. Okay, dann nehmen wir doch mal die Kästen und setzen die woanders hin. Guck mal, davon brauchen wir 16 Stück, hieß es. Also 2 Stacks. So, da haben wir auch keinen Platz mehr. Ich werde es immer nicht verstehen, warum der letzte, warum der vierte nicht nutzbar ist. Aber nun gut. Hallo? Oh, okay. Das ist die Futterkiste. Ja, die können wir eigentlich gleich mal wegdrücken hier. Brauchen wir sowieso. Müssen wir gleich mal gucken. Einmal das. So, dann der. Da könnten wir eigentlich mal das Eisen reinschmeißen. Die können wir hier mal reinschmeißen, dass wir wieder mal ein bisschen mehr Platz hier haben. Antibiotika haben wir da. Dann haben wir ein paar Pfeile da. Das brauchen wir gleich zum Umbauen. Das brauchen wir gleich. Die Säge können wir eigentlich auch hier lassen. Die lasse ich mal hier. So. Die lassen wir noch mit am Mann. Die lassen wir auch noch da. Die Axt, die brauchen wir immer noch mal so ein bisschen. Das können wir eigentlich auch mal wegtun. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann packen wir das Holz mal hier rein. Die Munition nehmen wir natürlich mit. Was zu trinken brauchen wir natürlich auch mit. Alles klar. Dann reparieren wir doch mal, würde ich sagen. Zack, wo ist er? Da. Geil. 0 Minuten. Craft yourself. Zack, und schon haben wir die Waffe repariert. Sehr gut. Das finde ich sehr, sehr lecker. So, nehmen wir das mich mal mit und das mit. Die finde ich sehr, sehr geil. Die finde ich wirklich sehr, sehr nice. Aber erstmal gucken wir uns natürlich den Kameraden an. Warum haben wir keine Munition? Weil wir die noch nicht eingepackt haben. Jetzt haben wir vier verschiedene Munitionsarten dabei. Pfeile. Diverses. So, nehmen wir das mit. Obwohl, die können wir eigentlich hier lassen, oder? Wollen wir die Schrotflinte da lassen? 11 Schuss. Ja, komm, lassen wir die Schrotflinte hier. Die Schrotflinte lassen wir mal hier. Lassen wir mal hier. Auch die Munition dafür lassen wir mal hier. Ist ja nur noch Blödsinn, mit 90 verschiedenen Munitionsarten, Waffenarten durch die Gegend zu rennen. Wir haben so schon kaum Platz. Weil ich wollte nämlich eigentlich auch ganz gerne mal den hier ausprobieren. Explosive Arrow. Wollte ich mir auch ganz gerne mal gucken. Quest haben wir gerade nicht da. Wie gesagt, meine Mission besteht jetzt eigentlich darin zu sehen, dass wir Rachel nochmal helfen, Scott helfen und Gideon, oder wie auch immer sich das ausspricht, dass wir der nochmal helfen. Skill, da haben wir jetzt nichts. Key Items, da haben wir gerade auch nichts. Key Items, da haben wir nur das, warum auch immer das da ist. Das haben wir da. Das haben wir da. Equipment. West Armor. Food Poisoning. Da können wir gerade nichts machen. Harvest. Modify. Damage Part. Grip. Baseball Bat. Da können wir auch gerade nichts machen. Was wollte ich denn jetzt? Achso, Munition. Munition sowieso. Munition haben wir aber dabei. Jetzt 37 Schuss, ne? Alles klar. 37 Schuss. So, da haben wir 5 Schuss drin. Okay, super. Huch, heilige Mutter. Hallo? Rein rauszoomen ist nicht, aber so könnte man natürlich ein bisschen gucken. 37 Schuss, das ist schon sehr nett. Also theoretisch müsste man damit
schon einiges erlegen können. Ich würde zwei Sachen damit mich mal ausprobieren. Zum einen, ob wir die Wildschweine damit erlegen können und ob wir damit eben so ganze Lager ausräuchern können. Wahrscheinlich schon. Das werden wir jetzt auch mal angehen. Aber das Tier. Warte. Ach, ich werde nochmal Messer mitnehmen. Ich werde nochmal Messer mitnehmen, falls wir die Tiere auch wirklich häuten müssen. Das weiß ich nämlich nicht. So, das sollten wir mitnehmen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir so eine Kiste noch mitnehmen. Wobei, wir werden in den Lagern, wenn wir sie da auch Kisten finden. Hoffe ich. Gut. So. Also, Hundilein ist noch da. Hundilein lassen wir auch mal hier. Und jetzt ist nur die Frage, wo wir dann als nächstes hin eiern. Hier soll es nämlich eigentlich. Das hatte ich mich ganz vergessen. Hier soll es nämlich eigentlich noch eine Höhle geben. Hier auf der Ecke. Da soll es eigentlich noch eine Höhle geben, die eben so ein bisschen versteckt ist. Aber gut, das ist wahrscheinlich genauso eine Höhle, die wir auch hier in etwa gefunden hatten. Da war ja auch eine Höhle, eine verlassene Höhle. Da war aber nichts weiter drin. So, jetzt ist die Frage, wo haben wir jetzt hier was? Ich würde eigentlich ganz gerne hier unten am See lang. Dann da vielleicht lang und hier mal schauen, weil hier oben muss ja auch irgendwas sein, hier oben auf der Ecke. Da wird ja auch ein Lager sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Also würde ich mal sagen, wir fahren den Part runter. Am See lang. Dann rechts rum. So, das könnte man eigentlich mal machen. Schwebt denn hier mir über den Kopf? Guck mal hier, da schwebt da irgendwas mit. Irgendwas schwebt doch mit. Guck mal hier, seht ihr das? In der Schatten? Oder soll das meine Waffe sein? Das soll meine Waffe sein, alles klar. Wollte schon sagen. So, mal nachladen. Sehr gut. Ist klar, dann lass uns mal losdüdeln. Und abwärts. Mal am Wasser lang, wie gesagt. Und dann schauen wir mal. Achso, vielleicht mal unterwegs mal gucken wegen Schwein. Na, guck mal, das passt doch fast perfekt. Passt perfekt. Mal gucken, ob das Schwein. Ja, guck mal, ich habe den direkt in den Kopf geschossen. Also, ne? Ich weiß nicht, was ich da bei den Viechern noch machen soll. Ob man die nicht legen kann oder was? Die Bären kann man legen. Da habe ich auch schon mal einen Bären auf jeden Fall schon mal erlegt. Aber, naja. So prall ist das noch nicht, muss ich sagen. Weil irgendwo müssen wir ja auch mal. Irgendwo müssen wir auch unser Futter ja auch mal herkriegen. Wir können ja nicht immer ein Dosenfutter fressen. Oh, da kam gerade, glaube ich, der Bär gerade angewackelt. Hört sich das zumindest an. Bin ich jetzt hier gerade richtig? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen, glaube ich, hier jetzt links runter zum Wasser. Ah, ne, wir sind richtig. Wir sind komplett richtig. Sind wir nämlich hier in der Straße, jetzt müssen wir hier rechts rum. Da muss ich leider nur einmal aussteigen. Ich muss nämlich mal auf die Karte gucken. So. Und dann müssen wir hier. Na, ist eigentlich egal. Wir müssen eigentlich die erste gleich wieder links und dann den Weg lang. Ist das der Weg hier? Egal. Komm, lass uns den Weg weiterfahren, sonst nehmen wir den anderen Weg. Ist er vollkommen wurscht. Hauptsache, wir finden hier gleich einen Weg, wo wir rein können. Irgendwo muss es hier, da genau, hier muss es halt reingehen. War das hier dieses eine Startgebiet? Ach, hier muss ich leider mal gucken. Es tut mir leid, dass ich immer so neugierig bin, aber nützt ja nichts. Dehydriert, okay, dann muss ich mal gleich was reindrücken. Ja. Ah, so.
Stahl nehmen wir mit. Oh, guck mal hier, was haben wir hier? Hier Schönes drin. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Drops. Da sind noch sicherlich Zombies drin, oder? Die bis jetzt noch nicht gehört, aber hier werden sie 100 Pro drin sein. Oh, 4 Liter. Ah. Nehmen wir natürlich mit. Wenn wir 4 Liter Benzin einsacken können, dann holen wir uns auch 4 Liter Benzin. So, dafür habe ich nämlich den, habe ich extra drin gelassen. Gucken wir gleich mal rein, da. So, jetzt sind plötzlich nur 1,37 Liter drin. Willst du mich verarschen? Da war noch eben 4 Liter drin, da habe ich mich da verguckt. Bin ich so blind? Wahrscheinlich. Das ist eine Sauerei. Eben stand noch was von 4 Litern. So, haben wir auch noch mal. Knapp 2 Liter. Nehmen wir mit. Achso. Ja, okay. Ah. Na gut. Packen wir das mal die paar Liter rein hier. So, fill in the tank. Auf fast 30 Liter dran, sehr schön. Einmal F, einmal E. Und weiter geht's. So, fahren wir einfach mal den Weg straight durch. Aber ich behaupte schon, dass da irgendwo ein NPC-Lager sein müsste. Da oben ist ja auch schon ein NPC-Lager. Was? So, wollen wir hier nochmal reinschauen? Ich glaube, ich speichere hier erstmal vorsichtshalber, ne? Ich speichere einmal vorsichtshalber ab. Safe Game. Dass wir noch wirklich Probleme kriegen. Kriegen wir wahrscheinlich sowieso. Ich werde hier nur mindestens eins mal krepieren. Und machen wir erstmal die. Obwohl, nee, warte. Ich will einmal die. Das, ich will einmal hier mal die Sprengpfeile eigentlich mal ausprobieren. Key Items, Equipment. Add Arrows, Sprengpfeile. So. Will man von hier oben schön runter snipern. Ich weiß jetzt nicht, ob hier on the fly ein NPC. Oha, das können wir. Das hat gut gerumst, würde ich sagen. So, okay. Da haben wir noch 6 Pfeile. Das ist sehr schön. Key Items, Equipment. Add Arrows. Pfeile. Close. Auf geht's. Und die vielleicht dann auch mal ein bisschen lautlos mal wegmachen. Ah, siehste. Fupp. Und einer ist weg. Okay. Ja, ich bin dann noch nicht so ganz im Game, was das angeht mit Pfeil und Bogen. Fehlt mir noch so ein bisschen so dieses. Weiß ich, so ein kleiner Punkt würde ja reichen oder so, dass man so ganz grob weiß, wo man hinschießt. Meinen wir auch nur so als grobe Richtung. Ja. Aber da bin ich noch nicht so ganz fit. Pupp. Ein Arrow haben wir noch. Na komm, irgendwo einer muss sich noch anbieten. Einer von euch muss noch
dran glauben. Nehmen wir dich. Ah, da treffe ich wahrscheinlich sowieso den Balken. Noch einer von euch und hier komme ich, versuch's einfach mal. Okay, wird nix. Ja, schon. Als ob. So, da vorne war auch irgendwo noch einer, da läuft noch einer rum. Haben wir auch. Ist so, und das mag ich so, ne? Das mag ich hier so. Einfach hockst du irgendwo hin, guckst so, wupp, 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 wupp. Eigentlich bin ich überhaupt nicht so der Sniper-Spieler. Aber in solchen Spielen schon. So, warte mal. Ah. Ist hier noch jemand? Ist ja noch einer, der uns vielleicht auf die. Okay. So, du hast Wasser dabei, sehr gut. Das kann ich gebrauchen, das ist sehr lieb von dir. Oh, guck mal, da ist aber einiges drin. Eieiei. Okay, das werden wir gleich mal alles schön einsacken. Hemmschirm können wir nicht mitnehmen, schade. Pfeil nehmen wir natürlich auch mit. Alle Waffenteile nehmen wir mit. Interact. Munition nehmen wir mit. Oh nein, Lock. Oh nee, okay, das heißt, wir müssen wieder irgendjemanden finden, der hier die. Ah, die Information hat. Irgendwo eine Brieftasche oder sowas. Hm. Finde ich jetzt aber nicht nice. Das finde ich nicht nett. Scissors. Hier vielleicht irgendwas. Ach, guck mal, wir haben NPC hier drin. Okay, wusste ich gar nicht. Okay. Mal eben NPC mal eben befreit. Cool. Sehr geil. So, mal teilen wir natürlich mit. NPC kümmern wir uns natürlich gleich drum. Aber erstmal will ich gucken, ob es hier irgendwo einer von den Nasenbären. Oh, guck mal, der hat eine Schrotze dabei. Sehr gut. Ja, Mann, ihr sollt mir den Code geben. Den Code sollte mir geben, den Code. Nehmen wir auch mal mit. Okay, leider nicht. Wenn ich will, der hat schon. Lecker. Geil. Hey, warum kann ich hier nichts? Kann ich hier nichts machen? Oh, nee, ne? Warte mal, ich speichere mal. Nein, ich kann nicht mal. Doch, jetzt kann ich speichern. Ist aber blöde, wenn ich jetzt neu starte, dann müsste ich nur mal wieder alles von vorne machen. Oh. Hier ist aber auch nichts. Hier ist nochmal so eine komische Lafette. Kann ich nicht irgendwie. Doch, das kann ich jetzt wieder droppen. Das geht jetzt doch, okay. Das nicht brauchen. Nehmen wir mit. Ah, jetzt können wir es wieder machen, alles klar. Brauche mal irgendwo eine Kiste oder sowas. Ach, jetzt kann ich gar nichts mehr aufnehmen. So, Hangar. Dann bröseln wir uns das doch mal rein. Dann holen wir uns gleich einen NPC. So, NPC. Da müssen wir noch was trinken. Okay, wunderbar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wie gesagt, wir brauchen eigentlich am besten. Eigentlich brauchen wir irgendwie ein Behältnis, dass wir hier irgendwo mal reinkommen. Aber irgendwie scheint es nicht zu geben. Hier vielleicht noch was drin? Nein. Und auch kein Code, ne? Das finde ich ein bisschen assi.
Das finde ich ein bisschen assi von euch. Wie kann denn der Code lauten? Ah. Ach, hier ist noch eine Batterie dran. Ja, schade. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ah, nicht wirklich, deswegen. Ich möchte da ganz gerne rein, ein bisschen. Ja. Repair Materials. Ach, wir müssen das reparieren, oder was? Change Battery. Dafür brauchen wir Batterien. Okay. Das ist ja mal ganz was Neues. Ah. Oh, da ist gut was drin. Dann guck dir das mal an. Eine Hunting Rifle ist da drin. Was zum Fischen ist da drin. Boah, Alter, da ist er richtig drin. Uiuiuiuiuiui. Oh, ein Generator, Kisten. Oh, da ist ja alles möglich. Oh, warum habe ich keine Batterien mit? Hunting Arrow kann man mitnehmen. Schade. Schade, schade, schade. Aber dann müssen wir das mal irgendwie... Dann müssen wir irgendwann nochmal wiederkommen. Nützt ja alles nichts. So, V. Erstmal NPC erstmal retten. Hallo. Hm. Ach, können wir natürlich wieder nichts mitnehmen. Haben wir hier irgendwo eine Kiste drin oder sowas? Auch nicht, ne? Rescue Rachel. Rescue Rachel. So, proceed. So, was haben wir? Has been rescued. Will you take her to camp and join your crew? Nurse. Gun trained, sniper, close combat trained. Close combat trained. Yes. So, Rescue. Haben wir aber alles, ne? Also ich, wahrscheinlich wird das nicht, eh nicht funktionieren. Soldier. Yes. Soldier. Yes. Erstmal alles rescuen hier. Ja gut, was willst du machen, ne? Wahrscheinlich geht's eh nicht. So, aber das, was mich am meisten so ein bisschen gerade abfuckt, ist, dass wir hier keine Kiste und nix haben. Irgendwie eine Tasche wäre super. Oder irgendwie, so können wir vielleicht irgendwie irgendwas im Auto verstauen. Sowas dabei? Munition können wir hier noch abschnacken. Trotzdem fahren wir gleich nochmal durch, nach oben. Weil ich glaube, dass mit den NPCs funktioniert sowieso in der Art und Weise nicht. Nichts reinschmeißen, ne? Dann fahren wir oben weiter durch. Such. Na, fahren wir. Sonst kommen wir eben nochmal wieder. Nutzt ja alles nix. Konnte ja nun keiner wissen, dass wir da nun Batterien für brauchen. Und Screwdriver. Also ich meine, ich bitte euch. Wer hätte das wissen sollen? Aber gut zu wissen, dass hier ein NPC ist. Ich hatte das jetzt echt nicht mehr im Kopf, wann, wie, wo, irgendwo irgendwelche NPCs sind. Ach, hier ist auch nochmal ein... Hier ist auch nochmal ein Lager. Okay, dann kriegen wir vielleicht hier unsere Kisten. Warte... Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier vielleicht noch was finden. Oh, Batterien sind hier. Metall ist da. Aber wir brauchen Kisten. Das ist schön und gut, aber wir brauchen Kisten. Ist das alles da? Alles da, alles super. Ashings, achso. Aber Kisten brauchen wir, Leute. Kisten. Ach, du grüne Neune, was ist denn hier alles drin? Und eine Angel. Oh, Fishing Rod. Sehr geil. Oh, sehr nett. Das schmeißen wir mal weg.
Ich würde ganz gerne mich noch ein bisschen was reinschmeißen. Das packen wir noch rein. Das schmeißen wir rein. Das. Das. Und das. Und das. Und dann ist auch schon wieder voll. Aber dich nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. Ach, du bist auch diesmal nicht kopiert, ah? Das ist interessant. Nehmen wir natürlich mit. Lassen wir mal. Oh, Batterien waren das gerade, ne? Eine Batterie haben wir tatsächlich. Oh Gott. Wo passt das denn zu? Bis, nee, das bist du auch nicht. Das. Das. Haben wir noch drei Plätze wieder frei. Super, ey. So viel Stuff am Finden hier. Mal, hier ist wenigstens ein Heizkörper drin. Haben wir bei uns im Lager nicht. Sauerei. Haben wir uns wieder die richtig geile Base ausgesucht hier. Nein. Schmeiß ich mal hier unten. Abwärts. Ein Glück ist nicht stabil. Jo. Auto. Passend zur Autofarbe, so wie sich das gehört. So. Gut, sind wir jetzt eigentlich schon ganz oben angekommen? Ich glaube ja, ne? Mehr oder weniger zumindest. Ranger Station, das ist natürlich hier. Mal gleich mal auf der Karte gucken. So, wir sind hier hochgefahren. Dann sind wir hier hin. Dann müssten wir eigentlich jetzt da sein, an der Kreuzung, oder? Ranger, das muss ja die Ranger Station sein. Oder wir sind hier. Auf jeden Fall an der Kreuzung und dann müssen wir eigentlich noch nach oben. Da will ich mich eigentlich mal hin. Warte mal, da kommen wir, von da aus sind wir gekommen. Dann sind wir rechts ab. Hier waren wir, da ist das Lager. Dann sind wir, müssten wir jetzt hier sein. Müssten wir eigentlich jetzt hier und dann wieder rechts. Dann müssen wir da und dann wieder rechts. Oh ne, ist vernebelig, ne? Oh ne. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Ein Schwein irgendwo in der Gegend rum? Achso, du ruhst dich ein bisschen aus. Alles klar, verstehe. Och, auch so ein Stahlschwein wieder. Deswegen sage ich ja, wahrscheinlich wird man die Schweine gar nicht erlegen können. Gehe ich mal ganz stark von aus. Sind wir schon ganz oben? So ein Bär. Oh. Nein. Und ich sag ja, manchmal spawnen die nämlich wieder, die kleinen Bastarde. Ah, das finde ich immer so eine Sauerei. Landen wir jetzt, das war jetzt bei mir wieder ein bisschen verfahren. Ist das jetzt die Base oben oder ist das nicht die Base? Achso, nee, hier sind wir dann hier oben, alles klar. Nee, hier sind wir. Gut, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir mal erstmal hier oben rein und pennen hier eine Runde. Nämlich keine Lust, mich hier mit Zombies irgendwie abzuplagen. Allein schon, weil das dann wieder ordentlich auf die Munition geht. Da habe ich keine Lust zu.
Ah, das möchte ich nicht. Erstmal schön ratzen oben. Zack. Dann wegen unserer Ruhe hier. Haben wir nicht auch ein Bett hier drin? Guck mal, dafür haben sie aber kein Bett. Ach, ist das süß. Ach, guck mal. Haben sie so einen kleinen Schrank hier auch nochmal in der Ecke? Na, das ist doch fein. Können wir hier nicht auf der Couch pennen? Nee, geht natürlich für nicht. Na gut. Dann pennen wir einfach hier mal ein Stündchen. Bis der Nebel weg ist. Der Nebel ist noch voll da. Nebel ist weg. Sehr schön. Trotzdem werden wir an dieser Stelle mal ein kleines Päuschen machen und einmal abspeichern. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Und dann, ja, wir werden uns noch ein bisschen in der Gegend umschauen und vielleicht das eine oder andere NPC-Lager noch ausnehmen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mist dabei. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.